Immer noch Ribéry unter die Latte, aber nicht ins Tor. EA Sports. It's in the game. Hallöchen und willkommen zurück in meiner FIFA 15 Trainerkarriere mit dem FC Bayern München. Und es geht diesmal in der Champions League weiter. Endlich wieder Champions League. Das hatte ich ja mit Manchester United eine ganze Zeit nicht. Jetzt spiele ich zu Hause gegen Galatasaray Istanbul. Hoho. Ja, da geht's dann mal gleich richtig gut los. Galatasaray mit Wesley Sneijder in Weiß und ich spiele halt mit meiner typischen Aufstellung. Da wird jetzt, achso, was ist das? Nee, da will ich jetzt gar nicht weiter dran wechseln. Ich würde sagen, auf geht's! Und da haben wir sie auch schon, die wunderschöne rote Allianz Arena zu Gast. Diesmal Galatasaray Istanbul. Da sehen wir auch schon die Mannschaften. Es wird auf jeden Fall ein... Höre ich da Musik? Endlich mal wieder! Ist zwar nicht die Champions, die Künde, aber immerhin irgendwas in der Art. Schießt ein Tor, FC Bayern schießt ein Tor. Da ist er, Arjen Robben. Und los geht's, meine lieben Freunde. Thomas Müller, Anstoß, Basti, fantastisch, Schweinsteiger. Oh, wird hier gleich mal von den Beinen geholt und gibt auch gleich den ersten Freistoß. So, Spasti Schweinsteiger wird hier ausführen. Götze sieht gleich den Robben. Und er versucht es mal und das Ding geht nicht ins Tor. So, Galatasaray jetzt schon mit Befreiungsschlägen hier. Nach 4 Minuten zeigen die Münchner Bayern gleich, wo es lang geht. Philipp Lahm, wieder Robben, der ist etwas eingerückt. Verliert hier den Ball. Oh. Melo. Und jetzt, nein, auch Philipp Lahm schafft es nicht. Auch Arjen Robben kommt hier nicht an den Ball. Jetzt. So, nur Müller vorne. Lewandowski kommt langsam mit. Und Alonso. Schweini. Droppen. Ah, da war er doch schon durch quasi. Und schön Schweinsteiger dazwischen und Robben. Hätte man auch böse Pfeife. Ja, jetzt pfeift er endlich. So, Robben. Lewandowski. Sehr schön. Weiter auf Robben. Auf Schweinsteiger. Aber auch der dreht sich verkehrt rein. Ribéry ist erstmal am Ball. Und holt gleich einen Eckball raus. Alonso. Das Ding kommt auf. Weiß ich nicht. Und an die Latte Lewandowski. Ja, zweite Großchance würde ich jetzt mal sagen. Nach 19 gespielten Minuten. So kann es weitergehen. Und wieder Robben, immer wieder Robben, der... Na, wird hier vom Ball getrennt und Einwurf für Galatasaray. Yılmaz, Bruma. Ah, Götze, Schweinsteiger kommt und holt den Ball. Götze jetzt. Langes Ding auf Lewandowski, aber der kommt erst im dritten Versuch ran. So, Alonso mit Robben. Robben! Auf den Mann und Nachschuss, Thomas Müller. Wie kann er denn den noch versemmeln, meine lieben Freunde?
So, Abstoß. Schweini wieder auf Robben. Schweini. Lewandowski auf Robben. Der ist durch mit rechts. Ist aber nicht sein starker Fuß. Und Schweini. Götze wieder Robben. Die suchen hier nur den Robben heute. Und Foul. Was? Kein Pfiff. Oh, Götze noch nicht so richtig im Spiel drin. Und Ribéry wird ebenso wenig eingebunden. Jetzt ist er hier mal in der Defensive. Ah, was mache ich denn? Der Versuch auf Lewandowski. So, Alonso geht jetzt vorne weit drauf. Und Alaba, jetzt kommt der Badstuber. Ja, ganz easy. Und Alaba mit einem Fehlpass. Aber Schweinsteiger dazwischen. Jetzt macht Schweinsteiger Meter. Kein Robben dabei. Ja, Schweinsteiger nicht mehr der Schnellste. Versucht's auf Lewandowski. Ribéry, komm schon, Junge. Nein, abgefälscht. Da möchte ich gerne nochmal die Wiederholung sehen. Hier Ribéry. Oh, in der Tat wird der Ball nur abgefälscht. Gib Ecke. So, mal eine andere Variante. Aber hier auch. Ach, Lewandowski. Ja, die erste Halbzeit läuft ja blendend. Es fehlt nur das Tor. Ein immens starker Arjen Robben. Oh, hätte man vielleicht auch pfeifen können. Aber pfeifen ist heute nicht die Stärke des Schiedsrichters. Das war schon das zweite oder dritte Mal. Oh, Fernschussversuch gegen Manuel Neuer von Wesley Sneijder. Ja, wenn nicht er, wer denn dann? So, wieder Arjen Robben. Versucht mal den Ribéry mit einzubauen ins Spiel. Und Ribéry. Sehr schön, Ribéry. Immer noch Ribéry. Unter die Latte, aber nicht ins Tor. Den wollte er unbedingt selbst machen. Schweini. Müller. Aber verliert den Ball. Und wieder Schweini auf Müller. Aber der war bestimmt im Abseits. Jawohl. Da sind die Bayern-Fans auch nicht mit einverstanden. So, meine lieben Freunde. Halbzeit. Barcelona führt 2-1. Real Madrid 3-0. Ha. Ja, so, Spiel fortsetzen, zweite Halbzeit. Es fehlt, wie gesagt, nur das Tor für mich. Hoffentlich wird Galatasaray nicht, jetzt nicht urplötzlich nochmal stärker. So, Ribéry hat hier genug. Schönes Ding auf Lewandowski. Kommt da diesmal an den Ball? Nein. Und Müller fährt. Holt sich da den Ball, wird aber ein Einwurf, bla bla bla. So, Götze, schöner Einsatz, aber dann irgendwie ganz kacker gespielt hier. Robben, sehr schön auf Lewandowski, aber der Torwart kommt raus. Muslera hat ihn. Ah, ganz knapp verfehlt mit Robben.
Sehr schön, Schweinsteiger gegen Snyder, aber jetzt vielleicht. Nein, wird gepfiffen. Auch zu Recht. So, jetzt Galatasaray mal aufgerückt, weit aufgerückt. Das wäre vielleicht die Chance für einen Konter. Naja, gut, so weit aufgerückt sind sie dann doch nicht. Lewandowski verliert vorne die Kugel. Und jetzt haben sie mal ein bisschen Platz. Ribéry holt sich aber die Kugel. Lewandowski mit nach hinten. Und jetzt kein Anspieler da. Das Spiel erstmal aufbauen. Alonso. Oh, verliert hier den Ball. Damit rechnet man nicht. Ribéry auf Müller. Langes Ding. Jetzt wartet er. Schöne Flanke. Schweinsteiger, der kann schießen. Ah, wird hier gelenkt und gibt Freistoß. Ausführen wird natürlich der Zauberkünstler Arjen Robben. Und Wahnsinn, Tor 1-0. Arjen Robben. Gerechter Spielverlauf hier. Ja. Und die Kloppofaust. Ja. Hier nochmal die Wiederholung. Ja, war haltbar, war nicht der perfekte. Oh, wäre die Mauer hochgesprungen, wäre das Ding auch wahrscheinlich nicht reingegangen. Da kann man wieder sehen, wie wichtig das ist, doch hochzuspringen mit der Mauer. Arjen Robben. Ja, Arjen Robben passt im Spielverlauf, dass er das Tor hier macht. So, Götze mit hinten. Nee, es ist Philipp Lahm. Schweini. Risikopass auf Ribéry, aber das Ding kommt an. Schön, wie er hier vorbeigeht. Aber hat immer noch eine vierer Abwehrkette vor sich. Sucht vielleicht den Arjen Robben drüben, aber der läuft einfach nicht los. So, Lewandowski lässt sich auch mal fallen. Wieder Ribéry. Zauberfüßchen. Hat ja auch schon eine tolle Möglichkeit gehabt. Und Alonso, der kann schießen. Nachschuss. Nein. So, Müller. Wieder Ribéry. Auf Robben. Robben! Und weiter, die Bayern setzen sich jetzt hier am Strafraum der Türken fest. Und wieder Alonso, abgefälscht. Jetzt haben sie ihn. So, Alonso, Ribéry, au. Der entwischt ihn, hätte ich nicht gedacht. Wechsel. Felipe Melo raus. Jack Tarkurtulus kommt in die Partie. So, sehr schön wieder die Balleroberung. So, Lewandowski versucht es mal mit Ribéry, aber der ist noch nicht weit genug. Ribéry! Ribéry! Und Eckball Alonso. Langes Ding. Kommt wieder keiner an. Und wieder, wie immer, kommt hier einer der Gegenspieler an den Ball. Oh, sehr schön. Es ist nach wie vor nur ein 1-0, wo man immer noch mal aufpassen muss und immer ein Gegentor das ganze Spiel ändern kann. So, Ribéry mit bisschen Platz. Lewandowski wieder auf Ribéry, der hat jetzt Platz. Sehr schön, Ribéry, Ribéry. Und dann, oh, und Nachschuss, Müller, 2-0.
Hätte ich auch dem Ribéry gegönnt, hier nochmal die klasse Vorarbeit und dann versucht er das Ding da reinzuschieben ins lange Eck. Damit hat der Torwart gerechnet und somit Müller als Abstauber oder mit dem Abstauber. Ein typisches Müller-Tor, er müllert ihn wieder irgendwie rein. So 2-0, super Champions League-Auftakt. So, ich habe gar nicht gewechselt, fällt mir gerade auf. Es ist mir völlig entglitten, liegt an der Spielerkarriere, weil ich da ja nicht fürs Wechseln selbst verantwortlich bin. So, Snyder darf vom Platz. Wird wohl geschont für die Liga. Ja, Snyder, wenn der nicht schon so alt wäre. Und! Wow! Oh, gibt Ecke. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das Ding hätte er selbst. So selbst robben ist mit Hintern. So, und raus, raus, raus. So, und Robben. Oh, nimmt Fahrt auf. Ah, und der Lewandowski spielt da so ein Zuckerpässchen zurück. Verhungert unterwegs das Teil. So, Neuer nochmal. Jetzt vielleicht mal langes Ding, Langhafer. So, Lewandowski will den Robben mit einbauen und der macht dann auch mit. Ja, ein Robben, wir leibt und lebt. 3-0. Man of the Match. Hier Wiederholung. Und ein tanzt er so ein bisschen aus und dann natürlich kurzes Eck diesmal. Muss nicht immer das lange sein, das wird ja sonst langweilig. Tja, 3-0. Ja, ja. Zwei Tore bereits von Arjen Robben. Und der Torschütze für Bayern München in der 90. Minute mit der Nummer 10. So, 3-0, das ist ja mal klasse. Der Start in die Bundesliga missglückte ja mit der Niederlage gegen Wolfsburg. Aber hier sieht es besser aus. Oh. Und nochmal der Versuch gibt Einwurf. Das war's, meine lieben Freunde. 3-0-Sieg im ersten Champions-League-Spiel gegen Galatasaray. Ich bin ganz ohne Wechsel ausgekommen, auszusehen heute. So, ein Robben, 9,3. Das ist ja mal Wahnsinn. Barcelona gewinnt, Real Madrid gewinnt, 5-0, Dortmund 2-2. So, das nächste Spiel ist schon gegen den HSV. Und die sind Tabellenzweiter, alter Falter. Gucken wir mal auf die Tabelle. Erste ist natürlich Dortmund. 3 Spiele, 3 Siege. HSV ebenso. Dann kommt Wolfsburg. 4 Spiele, 2 Siege, 2 Unentschieden. Und ich bin mit 3 Spielen, 2 Siegen und 1 Niederlage. Im Moment nur Fünfter. Also ihr seht schon, wer sich da oben so festsetzt. Ich gucke gerade, wo ist eigentlich Leverkusen? Da 7. Schalke noch 13. Naja, mal gucken, was da noch so kommt. Hat auch wieder, auf jeden Fall wieder eine Menge Spaß gemacht. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.